Und hier sieht es ganz anders wieder aus. Das ist ein Apparat. Ich gucke erstmal überall rum. Ich weiß schon, was passiert, wenn ich da in den Apparat reingehe, deswegen gucke ich erstmal überall rum. Einer. Es gibt hier also im Endeffekt viele, viele Räume. Und in jedem ist so ein, sag ich mal, Kessel-Ding drin. Ich weiß nicht genau. Die Pionier, die sehen hübsch aus. Die Statue hält eine Kerze. Warte, warte. Ich muss es nachprüfen. Ernsthaft? Die Statuen tragen verschiedene Dinge. Die hat einen Blumentopf, die hat eine Kerze. Und die hat einen Becher. Oh, okay. Oh, wie de. Mich nervt gerade etwas. Denn diese tollen Kessel sind dafür, da ich tue mir zuerst mal in einem. Ich nehme einfach mal hier die Kerze. Man soll hier vor eine bestimmte Magie wirken. Und ich muss sagen, ich wusste nie, welche Magie ich wirken muss, wo. Also zum Beispiel den hier ist eine Kerze, das heißt, hier muss ich Feuer wirken. Ich wusste nie, in welche ich welche Magie wirken muss. Ich habe mich immer vor den Topf gestellt und alle Magie immer ausprobiert. Und so habe ich das gemacht. Wobei da hinten diese Statuen sind, die einem zeigen, welche Magie man braucht. So dämlich. Und ich habe einfach, ich bin so, was ist das? Magie benutzen. Okay, etwas passiert. Zum nächsten Mal Magie benutzen. Irgendeine Magie. Jeder einzelne Mal hintereinander ausprobiert. Immer wieder der andere. Bis die richtige da war. Und das Spiel sagt einem sogar noch, welche man benutzen soll. Wie geil. Schön. Zehrendes Feuer meines Herzens. Leuchtendes Feuer der Sterne. Brenne, glimme, lodere, glühe. Bedecke uns und reinige die Welt. So. Ah ja, gab's eine Reihenfolge? Scheiße. Verstehst du es jetzt? Wer redet von beiden? Alles kommt von ursprünglichen Wegen ab. Niemand kann das Chaos aufhalten. Mein Weg ist der einzige Weg, die Perfektion wiederherzustellen. Ich glaube, es war Braunkohl. Das ist geil. Sieht doch voll schön aus. Ja, jetzt weiß ich, welche wohin müssen. Ich gucke mir mal die anderen kurz an. Hier vorne war auch noch gerade eins. Welches hat das gehabt? Das war... ein Spiegel. Ah, ernsthaft? Gott, dann ergibt das Lied ja voll viel Sinn. Das... Ich fühle mich gerade unglaublich dämlich, weil ich habe nie diese Statue angeguckt. Das Lied, was sie gerade erklärt hat, war ja im Endeffekt mit zum Beispiel das Licht in einem Spiegel fangen oder Dunkelheit in einem Schädel oder der Vogel auf dem Wind. Das heißt, wahrscheinlich bei dem Wind wird nachher ein Vogel da sein. Oh. Okay, geil. Es wird einem auch wirklich noch gesagt, so richtig. Es ist schön. Das habe ich nie gewusst. Ich habe einfach immer irgendwas ausprobiert. Verdammt. Also es ist schön, dass sie wirklich so ein kleines Rätsel, wenn sie zumindest was da reingemacht hat, so kleine Hinweise. Wobei ich einfach rumgelaufen bin und einfach alles überall probiert habe, was dann, ja. Naja. Calamari sagt, die Sonne sei in Wirklichkeit ein massives Fruchtgummi. Glaubt das etwa jemand? Er sagt, in der Mitte wohne eine Bestie, die die Fruchtgummisonne von innen auffrisst. Irgendwann soll sie dann die ganze Sonne aufgefressen haben. Das ist doch nur ein Märchen, nicht wahr? Das ist eine gruselige Vorstellung. Dass du denkst, in dem Sonnensystem, dann hast du da in der Mitte deine Sonne und
Du lebst ein tägliches Leben. Würde ich jetzt lebt in der Sonne ein riesiges Monster, das die Sonne nach und nach verschlingt. Ich frage mich dann, ob die Welt dann immer dunkler wird. Ach, da war ich gerade schon. Ach. Also, wenn das Sonne natürlich ein riesiges Fruchtgummi ist, das heißt, dieses Fruchtgummi spendet Licht, dann müsste ja irgendwann eigentlich die Welt, müsste immer dunkler werden, umso mehr von dem Fruchtgummi verzerrt wird. Bis man nachher in vollkommener Dunkelheit ist und dann die neue Sonne geboren wird. Theoretisch. So, es müsste jetzt Pflanze sein. Das war jetzt, glaube ich, ein Pott, ne? Blumentopf. Ja. Oh, doch nicht? Hä? Ich dämlich? Das war doch ein Blumentopf. Oder ist es Erde? Blumentopf. Ist es Erde? Ich dachte, Blumentopf an Pflanze wegen Blumen. Erde? Ewiger Boden, harter Fels, beständige Erde, erbebe. Du bist die bindende Kette, du bist die haltende Hand. Entfessel deine Macht und lasse die Welt erzittern. Ja, okay, Erde, ja. Ich dachte, Blumentopf wegen Blumen, ne? Ja. Okay. Könnte, hätte beides sein können. Was bringt es, nur als Geist nach Nova zu reisen? Ich werde zum Lichtplaneten gehen. Zur Sonne. In deinem eigenen Körper. Wer auch immer dies hier errichtet hat, muss das gleich gedacht haben. Ein großer Meister des Ayur hat diese Apparatur entworfen. Du weißt es, nicht wahr? Nach dem Krieg zwischen den Brownies und den Espresso-Zivilisationen floh er nach Cassia. Dort gründete er eine Magieakademie. Ich führe seinen Lebensweg fort. Die Wiedergeburt der Sonne. Der hat auch mit Yogi gesprochen. Kalamari hat echt so eine Rundreise gemacht und hat im Endeffekt mit den Leuten darüber gesprochen. Hat einen Weg gesucht, wie er nach zum Lichtplaneten kommen kann mit seinem eigenen Körper. Hat bei dem Leiter von der Schule gefragt, ob er wirklich daran glaubt. Ich frage mich, warum man überhaupt diese ganzen Erinnerungen sieht. Also, wir befinden uns jetzt momentan im Keller, wo der Sternweg sein soll. Die haben gesagt, die wissen nicht, ob er noch aktiv ist. Und das im Endeffekt, ich denke mal, wir machen jetzt im Endeffekt, dass er, ja, wir machen sozusagen Strom. Naja, nicht wirklich. Durch uns wird er wieder in Betrieb genommen. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Kühles Nass, edler Lebensspender, du klärst unsere Gedanken. Schimmerndes Hell, fließt unergründlich im Rhythmus der Gezeiten. Lass die Ebbe die Strände läutern. Lass die Flut in Wogen rauschen. Das war ein Becher. Deswegen das da. Ich frage mich echt, warum die ganzen Erinnerungen jetzt überhaupt hier sind. Oder ob das vielleicht von der nicht mehr da seienden Königin kommt. Ich weiß nicht. Mit Parfait geredet. Ist sie das Lesen dieses Buches wirklich ein Leben wert? Von seiner Geburt an bewegt sich das Leben stets auf sein Ende zu. Jeder gelebte Tag ist ein weiterer Schritt auf der Straße zum endlosen Schlaf. Ja, aber das ist im Normalen auch so, auch wenn die Sonne nicht aufgefressen wird von irgendwas. So war es schon immer und so wird es auch bleiben. Das unabendliche Schicksal. Deswegen ist Furcht vor dem Ende sinnlos. Deswegen ist ein Leben in Furcht sinnlos. Da hat er recht. Ja. Ja. Es ist ein Schicksal, das man nicht verändern kann. Und es ist nicht... Es ist auch nicht gut, in Furcht zu leben, weil es dir im Endeffekt auch nicht hilft. Aber es geht ja auch nicht um Helfen bei sowas. Ah, es ist keine Ahnung. Blumenstrauß. Okay, das ist eindeutig. Außerdem ist da vorne grün. Deswegen... Blume. Chai. Kleines Blatt, grünes Blatt, du sammelst das Licht. Kleine Wurzel, tiefe Wurzel, du bindest die Erde an dich. Ehre den Stamm, der dich aufrecht hält. Ehre den Ästen, lang und stark. Die Macht des Waldes ist ungebrochen. Blip. Was?
Was? Warte, warte, was? 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 Hey! Das gilt nicht! Das ist ein Blumenstrauß! Du veralberst mich! Wollte schon sagen! Okay, das war einfach, weil er war zwar vom Pott, aber ich war zu weit entfernt. Manchmal geht es da nicht. Nester. Das waren Raketen. Sie fliegen ja. Aber weißt du, wo ich gerne hinfliegen würde? Zur Sonne. Unter all den heißen Plasma soll es einen kleinen Planeten geben. Aber mit einer normalen Rakete kommt man da wohl kaum hin. Hatte mit Frau Bovesee auch über geredet. Er wollte die ganze Zeit zur Sonne. Interessant, dass man irgendwas überhaupt, zumindest etwas über Braunkohle erfährt. Auch wenn es nicht vieles. Okay, und der hat, das sieht man sofort, der hat Flügel. Und es ist gelb, also wer kann es wohl sein? Vogelflügel, ja. War ja mit dem Vogel gewesen, der Vogel auf dem Wind reitet. Ja, ah, ich habe vergessen zu lesen, egal. Von hier hatte ich oft genug. Das vorletzte auch noch. Ah, Wackelpudding! Die Sonne wird in 5 Jahren wiedergeboren werden. Vielleicht in 10. Wenn wir uns nicht auf die neue Sonne vorbereiten, wird das ganze Baklava-System zerstört werden. Okay, Frage. Wie bereitet man sich darauf vor? Soweit ich es verstanden habe, war es so, dass die Sonne gefressen wird von der Raupe und dann gebärt es eine neue. Die ganze Welt wird neu entstehen. Wie genau läuft das? Wie kann man sich darauf vorbereiten? Ich verstehe das nicht. Und du sitzt da und tust nichts. Aber in welchem Sinne kann man sich vorbereiten? Wenn die Sonne neu geboren wird, heißt es wirklich nur, die Sonne wird neu geboren? Was passiert mit allem Leben? Würden alles Leben nicht auch neu entstehen, oder habe ich das falsch verstanden? Aber wenn alles vergeht, was bereits existiert, alles Leben nochmal neu entsteht, kann man sich nicht darauf vorbereiten. Versteht ihr, was ich meine? Ich bin nicht ganz sicher, ich habe es nicht ganz richtig verstanden, wie es gemeint ist. Ich verstehe nicht ganz, wie man sich darauf vorbereiten soll. So, und das ist dann die letzte. Und hier ist ein Schädel. Jo. Boah, ich bin so dämlich. Ich habe das nie gesehen. Weil ich habe das mindestens schon irgendwie 3-4 Mal durchgespielt, wirklich. Also. Ah. Naja, man lernt immer. Man lernt nie aus. Die Tür ist offen. Hineingehen? Ja, ich will zeigen, was diese Maschine macht. Stark, gehen wir rein? Ich habe langsam genug gewartet. Ah! Die Tür hat sich von selbst getan. Oh. Zu. Und jetzt bin ich ein Kid. Ich bin ein süßer, süßer Kid. Yay! Hi. Ich bin nicht da. Hihi. Leute, guckt mich an. Ich bin ein süßer Kid. Wo bist du? Ja, hier neben euch. Hinter euch. Hier. Lassie, du. Ey, ernsthaft. Die ganzen Leute. Also, Chai sagt, er fühlt sich bei selbst mal seltsam. Die anderen sagen, oh Gott, was ist mit mir? Wo bin ich, ne? Und Lassie ist einfach nur, ich bin so müde. Ich will nur ein kleines Nickerchen machen. Ernsthaft? Lassie? Ich dachte, wir wären Freunde. Was zur Hölle? Das ist so gemein. Alle anderen sind voll so, oh nein, wo ist sie? Was ist denn sein? Oh nein. Und Lassie einfach nur, ich bin müde. Ich will schlafen. Ich habe keinen Bock mehr hierauf. Die Maschine ist ganz cool. Auf jeden Fall, hier ist mein normales Bild. Ich bin jetzt ein Kid und kann jetzt Dunkelheitsmagie anwenden. Weil ich brauchte ja hier, sonst ging es ja gar nicht. Und hätte ich Dunkelheitsmagie genommen, wäre es genau andersherum. Ich bin ein Kid und kann Lichtmagie einsetzen.
Komplett sieht aber cool aus. Und letzter! Tick! Das war der letzte. Eine große Raupe lebt in der Sonne. Sie wird die Sonne fressen und eine neue Sonne hervorbringen. Unter der neuen Sonne wird sich alles ändern. Alles entsteht neu. Das meinte ich. Deswegen, wie bereitet man sich darauf vor? Weißt du, was das bedeutet? Also Parfait hat doch irgendwie mit ihm zu tun gehabt. Sie wusste ja auch von dem Buch. War sie jetzt ungefähr die Schülerin? Wie soll man es erklären? Ah, schön Katzin. Da war irgendwie gerade ein Fehler. Nachdem Katzi vorbei war. Aber egal. Ich finde, die sehen immer voll hübsch aus. Also klar, sind pixelig, ne? Aber sie sehen voll süß aus. Marone. Marone! Autsch! Du Drecksack! Marone! Was hast du mit Bagger gemacht? Haha. Hey, schaut mich nicht so an, Freunde. Ich habe gar nicht... Was zum Dreck... Hey, komm sofort zurück, du dreckiger Otter! Marone, du Drecksack! Mokka, wie fühlst du dich? Was hat dir gemacht? Dieser Otter ist ein hinterhältiges Wiesel! Und was hat er überhaupt gegen uns? Piep, 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 Kabel vertauscht, Bewegung, Schaltkreise, kurz geschlossen, Bewegung unmöglich. Verdammt! Dieser mottenzerfressene Pelzträger ist entwischt. Ja, im Verduften ist der Spitze. Mokka, bist du okay? Er sagt, er kann sich nicht bewegen. Hey, ich werf mal einen Blick hier drauf. Dieser Anschlag wurde zerschnitten. Mokka, bist du okay? Tut es weh? Wenn nur dieses eine Kabel zerschnitten wurde, sollten wir in der Lage sein, es zu reparieren. Was meint ihr? Oh, der arme Mokka, der musste schon so viel ertragen. Lass mich mal sehen. Das sollte halten. Vielleicht. Was hast du gemacht? Ich habe die Schaltkreise mit Simulina Spange überbrückt. Und? Funktioniert es? Ausgezeichnet. Ich schätze, es ist alles wieder unter Kontrolle. Ich bin unsicher. Soll ich dankbar sein, weil ihr mich repariert habt? Oder beschämt, weil ihr mich ohne Hülle gesehen habt? Es ist nicht schlimm. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Sei lieber dankbar, dass wir nicht die falschen Kerl verbunden haben. Ja, das auf jeden Fall. Simulina hilft uns sogar jetzt noch. Sie wird immer irgendwie bei uns sein. Ja, jetzt erst recht. Jetzt ist der Mokka. Es tut mir voll leid, der hat seinen Kopf verloren, der wurde schon voll viel rumgeschubst, jetzt hat der auch noch das, der tut mir leid, Jamokka. Egal, wo ich hinsehe, überall sind nur Feinde, das ist so deprimierend. Okay. Oh, ja. Oh, wenn ich diesen Otter jemals in die Finger bekomme, ziehe ich ihm den Pelz über die Ohren, das verspreche ich. Ich habe kein gutes Gefühl dabei. Ich gehe mal wieder zurück, ne? Boah, ich finde das echt süß, als Kid zu sein. Er sieht so knuffig aus. Kid. Ich gehe wieder zurück. Die Tür ist offen. Hineingehen. Oh, ich habe sogar so ein Sprite hier. Das ist so niedlich. Hallo. Wieder da.
Na endlich! Ich dachte schon, du lässt uns hier alleine zurück. Genug davon. Lass uns endlich gehen. Lassie, du hast dich nicht um mich gesorgt. Ich werde dir das nachtragen. Wir kommen nirgendwo hin, wenn wir nur herumstehen und quatschen. Ich weiß, du bist müde, du willst schlafen gehen. Ich habe dich gehört. Ich muss mal eben kurz speichern. So. Ich muss unbedingt trainieren, oh mein Gott.